Kapitel 16. Neue Abenteuer. Kaum hatte sie diese Worte ausgesprochen, da stürzten aus dem finsteren Wald Barmaleis Diener hervor und überfielen den guten Doktor. Sie hatten ihm schon lange aufgelauert. »Ha!« schrien sie. »Endlich haben wir dich! Diesmal entkommst du uns nicht!« »Was tun? Wohin? Vor dem grausamen Feinden flüchten?« Doch der Doktor verlor nicht den Kopf. Im Nu schwang er sich auf das Sturzmazimal und das galoppierte davon wie das schnellste Ross. Barmaleis Diener eilten ihm natürlich nach. Da aber das Sturzmazimal zwei Köpfe hatte, biss es jeden, der es von hinten überfallen wollte. Anderes stieß es mit den Hörnern ins Dorngebüsch. Natürlich wäre das Sturzmazimal allein mit allen Bösewichten niemals fertig geworden. Doch des Doktors treue Freunde eilten ihm zu Hilfe. Plötzlich war das Krokodil da und schnappte nach den nackten Fersen der Räuber. Der Hund Awuff stürzte sich mit fürchterlichem Gebell über sie her, warf sie zu Boden und schlug ihnen seine scharfen Zähne ins Fleisch. Und aus den Baumkronen warf der Affe Chichi mit großen, harten Nüssen nach den Räubern. Die Räuber fielen hin, stöhnten vor Schmerzen und mussten schließlich das Weite suchen. Schmählich flüchteten sie ins Dickicht. »Hurra!« rief der Dr. Eibolet. »Hurra!« riefen die Tiere. Das Ferkel Naff-Naff aber sagte, »Jetzt können wir uns ausruhen. Wollen wir uns hier im Gras niederlassen? Wir sind müde und wollen schlafen.« »Nein, liebe Freunde«, sagte der Doktor, »wir müssen uns beeilen. Wenn wir herumtrödeln, werden wir uns nicht retten.« So schnell sie konnten, eilten sie weiter. Bald hatte das Sturzmazimal den Doktor zum Meeresufer gebracht. Dort stand in einer Bucht hinter einem hohen Felsen ein schönes, großes Schiff. Es gehörte Barmalei. »Wir sind gerettet«, freute sich der Doktor. Auf dem Schiff war kein Mensch. Schnell begab sich der Doktor mit seinen Tieren an Bord, setzte die Segel und wollte in See stechen. Kaum aber hatte er den Anker gelichtet, da kam Barmalei aus dem Wald gelaufen. »Halt«, schrie er, »halt, warte mal, wo willst du mit meinem Schiff hin? Mach sofort kehrt!« »Nein«, rief der Doktor dem Räuber zu. »Ich will nicht zu dir zurück. Du bist so grausam und böse. Du hast meine Tiere gequält und mich in den Kerker geworfen. Du wolltest mich töten. Du bist mein Feind. Ich hasse dich und ich nehme dir das Schiff weg, damit du das Meer nicht länger unsicher machen kannst. Und nicht mehr wehrlose Schiffe aufplünderst, wenn sie an deinen Küsten vorbeisegeln.« Barmalei geriet in fürchterliche Wut. Er rannte am Ufer hin und her, schimpfte, drohte mit den Fäusten und schleuderte riesige Steine ins Wasser. Dr. Eibolet aber lachte ihn nur aus. Mit Barmaleis Schiff segelte er heim in sein Land und war nach wenigen Tagen schon an der heimatlichen Küste.